Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk. Ja, wir stehen noch hier im Lager der Alekaldos und ich loot hier erstmal wieder ein bisschen, wie man mich kennt. Die Leute haben alle Angst vor mir, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich eigentlich tatsächlich nichts gemacht habe. Also, habt ihr ja letzte Folge gesehen, ich stand einfach nur da und auf einmal sind die so weggerannt. Na, aber wie auch immer. Los, gib mir Geld. Wir haben mittlerweile 45.000, also fast 45.000. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Der Typ, der hier Gitarre spielt, der hat auf jeden Fall gar keine Angst. Währenddessen hier alle so zusammengekümmert sitzen. Frechheit. Dafür, dass die so viel Angst hat, hat sie aber eine ganz schön große Schnauze. Ja, wie auch immer. Ich glaube, hier so richtig viel zu holen gibt es hier ja nicht. Deswegen gehen wir doch einfach mal zu Panam. Gucken mal, was passiert. Hallo. Wenn ich nur mehr Zeit hätte. Ja, dann schwebt er. Du das Teil zu dem verdammten Alles bereit? Der schwebt tatsächlich. Hey. Nein, noch nicht. Nice. Ich muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Ja, das hätte ich nämlich auch gedacht. Unsere Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi perfekt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Und was hast du wieder? Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Ja, ich wollte schon immer mal so einen fahren. Oder besser gesagt fliegen oder so. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind. Mussten nicht mal rekrutieren. Ja, sei doch ruhig. Lass mich einfach fahren. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Lol, ich darf tatsächlich fahren. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber wie gesagt, also habe ich ja auch, als wir das Ding geklaut haben, schon gesagt, eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Militech jetzt nur diese drei Leute hat, die das Teil transportiert haben. Sondern ich dachte eigentlich, dass hier irgendwer kommt, um danach zu suchen. Aber ich muss jetzt erstmal einsteigen. Wo geht's denn rein? Hier? Hallo? Oder muss ich hier? Ah, okay, ich muss hier hoch. Alles klar. Hätte man sich denken können. Dann mal los. Hallo. Guten Tag, Frau Beifahrerin. Es ist einfach wie so ein Auto. Na, bequem in deiner Kopfstütze. Scheint so. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Okay. Geht's los? Ach, hier gibt's sogar Getränkehalter. Oder was ist das? Ja, irgendwie so wirklich vertrauenserweckend ist das nicht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Perfekt. Mit Gewalt geht alles. Geht doch. Okay, und wie steuern wir jetzt? Ich sehe kein Lenkrad oder so. Zeig mal, wie man das macht, Panam. Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Okay. Na, jetzt bewegt er sich. Und? Was sagst du? Mega. Also. Was? Särge? Okay. Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinke-Dinger? Nein, so. Gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Dann war das... ein mystisches Einssein. Dann war das unsichtbare Teil, was Panam sich gerade ins Gehirn gesteckt hat. Okay, ich verstehe. Und ich dachte schon, hä, was macht die denn für Bewegung mit ihrer Hand? Wie? Ja, und du bist jetzt Co-Pilotin, oder was? Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Oder bin ich gerade Co-Pilotin? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay, heißt üben, dass ich das Ding dann öfter fliegen darf? Dann gib mal richtig Gas hier. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Cool. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Ja, fühlt sich auf jeden Fall an, als würden wir fliegen. Nur so über die Landschaft gleiten, sag ich mal. Okay,
So sollte es gehen. Okay, können wir jetzt mal richtig abheben? Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht er nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Hä, jetzt soll ich doch gleichzeitig steuern und schießen, oder was? Ja, klar. Bin bereit geboren. Mit dem unsichtbaren Ding mich einstöpseln hier. Panam, sag mal, soll das so sein? Die neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Übrigens, was mir gerade auffällt. Nice, dass wir uns direkt das nächste Teil ins Gehirn stecken. Jetzt haben wir nicht nur Johnny, sondern auch noch so einen fetten Basilisken im Gehirn. Was du meinst. So muss das sein. Keine Angst, ich guck auch weg. Ah. Beschleunigen, abbremsen, W und S. Links, rechts driften. Ah, okay. Also man kann so komplett seitlich fahren. Ah. Ja gut, und rotieren hier mit der Links. Und wie kann ich fliegen? Leertaste oder sowas? Gar nicht. Okay, man fliegt einfach drüber. Okay. Da gibt's einen. Okay. Warte, das soll was sein? Das soll mir jetzt was sagen? Links. Ach so. Okay. Ich soll da einfach mit Vollgas drauf zuhalten. Und dann vorbeiziehen. Dann machen wir das doch mal. Gucken wir mal, dass wir hier so einigermaßen gerade auf die Turbine zufahren. Ich bin ein bisschen weit rechts. Ja, war ein bisschen zu weit. So gut lässt sich das Teil auf jeden Fall nicht steuern, muss ich schon sagen. Dann versuchen wir es bei der nächsten nochmal. Ja, moin. Wie soll ich denn da rumkommen? Wenn die mir so spät Bescheid sagt, dann muss ich ja hier im Schneckentempo lang kriechen. Es ruckelt. Nein. Okay, also es ruckelt nicht, sondern die Kamera ist irgendwie ein bisschen laggy. Wieso das? Ja, das sollte sich bestimmt gleich wieder fixen. Den Bug hatten wir ja schon mal. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Müsste jetzt kurz mit leben. Du bist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Guck mal, wenn ich mich langsam bewege. Ach nee, jetzt geht's wieder. Okay. Schieß auf diese Wracks. Ah, lol. Sind wir da nicht ein bisschen nah für? Ich würde gerne ein Stückchen zurückfahren. Okay. Ach so, hups. Ich habe Q gedrückt, aus Versehen. Okay, ich kann nicht wegfahren. Ja, dann muss das wohl so gehen, oder? Lol. Einfach One-Shot. Huh? Nice. Hallo? Treffe ich den Boden oder was treffe ich hier? Oder irgendeinen Busch oder so? Okay. Genug geübt? Ich will mehr. Gut, jetzt verbinde ich mich. Könnte sich seltsam anfühlen. Nice, das habe ich auch noch Panama in meinem Gehirn, oder was? Die Piloten müssen vollständig synchronisiert sein. Unsere Nervensysteme werden miteinander verbunden. Okay. Als hätte man zwei Einzelzimmer gebucht und stattdessen ein zu enges Doppelbett bekommen. Ha, dann quetsch dich mal mit mir in ein Doppelbett. Okay, versuchen wir es. Scheint, als würde ich dich besser kennenlernen als geplant. Also gut, am Anfang könnte es ziemlich schwierig sein. Mach dich auf sensorische Rückkopplung durch die Systempaarung gefasst. Sieht ihr dann jetzt auch Johnny? Gewöhnt man oder sich was? Wohl dran. Also ich meine, irgendwie, wenn wir so miteinander verbunden sind, sage ich mal, dann muss doch Johnny irgendeine Auswirkung haben, oder nicht? Ah. Wahrscheinlich ist das eine Auswirkung von Johnny. Lol. Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das sind Waffen. Eine ganze Horde. Ja, aber da ist Loot. Verdammt. Okay. Warte, sind das da auch Ruffen? Ah, ich kann den vielleicht einfach hinterherfahren. Ah, lol. Okay, ich habe einfach eine Waffe, die unendlich weit schießt. Also muss ich den gar nicht hinterherfahren. Tschu, und dann über die Wracks drüber. Tschu, lol. Achso, warte, da stand auch eben gerade noch was. Warte, was? Steuerung L war das. Lol. Ah, lol. Okay, ich kann einfach... Also wenn ich Steuerung L drücke, dann feuert er irgendwie so... Weiß ich nicht, sind das EMP oder was? Ist das ein EMP? Lol. Wie viele da kommen. Aber die Waffe ist schon ziemlich geil, also. Würde ich persönlich auch nehmen. Feuern wir nochmal so ein Dingsbums ab. Okay, so kleine Mannequin trifft man da zwar nicht irgendwie. Irgendwie nicht wirklich gut mit. Hallo, stirb doch. Wo schießen die hin?
Ist das einer von uns? Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Da sind noch Leute. Ich weiß halt nicht, ob hier jetzt Leute von uns rumstehen, ne? Okay, ich schätze, ich habe genug Leute getötet. Hallo? Hier ist doch noch einer. Warum kann ich den nicht töten? Wahrscheinlich, weil ich die Mission beendet habe. Leute, der hat sich aufs Maul gelegt. Als ob der jetzt da verbrennt. Oder... Ja, ist egal. Wir sollen dahin zurück. Dann fahren wir doch mal dahin zurück. Wir können ja einfach über diese Dinger drüber. Also das ist schon geil, dass man einfach so über Autos drüber fliegt und so. Wir müssen auf jeden Fall gleich looten. Da lag viel Loot rum. Den unsichtbaren Stecker wieder ausstecken. Man kennt ihn. Was geht denn? Okay, warte auf Panam. Panam, ich warte auf dich. Hey, da ist Loot. Jeder einzelne von uns muss sich selbst überlegen, was am besten für die Familie ist. Okay, ich soll mich mit Saul treffen. Hi Saul, was geht? Ich hoffe, der Loot liegt da gleich noch. Ich hoffe, der despawnt nicht. Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann sag's einfach. Oh, jetzt gibt's wieder Stress. Noch eine deiner langen Reden. Musst wohl noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie anführen. Mit LOL. Zusammen. Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Auf dass es nie wieder passieren möge. Aber ich Oha. Mache ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß. Aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert. Obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber... Vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Okay. Tag darf uns nicht finden. Ach, jetzt wollen die auf einmal weg. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. So eine Woche mit diesen fetten Basilisken hier rumstehen, das ist kein Problem. Aber jetzt müssen die schnell weg. Dreckige Entscheidung. Ich habe nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erstmal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Klar. Du gibst mir doch bestimmt kurz Zeit, um... Warte, wenn ich jetzt ein Stück weggehe, dann bleibst du auch bestimmt stehen, ne? Ja, guck mal, die bleibt stehen. Dann kann ich jetzt erstmal looten. Mal hier drüber. Loot, 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 loot. Man könnte natürlich jetzt auch nur die grünen Sachen und so looten, ne? Hier liegt noch was Blaues, cool. Aber ich loote einfach alles. Je mehr, desto besser. Ach so, was mir gerade auffällt, übrigens, ich habe mal auf die Minimap geguckt. Krass, ne? So viele Kreuze wieder waren, da hat mich das einfach hingezogen. Bedeuten Kreuze, dass wir da immer... Ja, ich glaube, Kreuze bedeuten, dass da Leichen liegen, die wir noch nicht gelootet haben. Alter, jetzt sind wir schwer. Also jetzt sind wir voll. Das ist natürlich ungünstig. Ja, guck mal. Wenn ich was loote, dann geht das Kreuz weg. Hier in dem Busch? Ja, guck mal. Ja, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Kriegen wir es hin, das alles zu looten, bevor wir hier mal wieder ausmisten müssen? Warte, da hinten soll noch einer liegen. Cool. Okay, ist mir tatsächlich erst jetzt aufgefallen. Wäre natürlich nice, wenn das für jeden Loot so wäre, dass der rumliegen würde. Okay, hier steht wieder ein halbes Auto oder sowas. Wo ich einfach durchlaufen kann. Lei. Ach so, das hier ist der Rest von dem halben Auto. Alter. Aua. Diese Glitches sind auf jeden Fall immer wieder geil. Ah, und hier steht noch ein ganzes Auto. Kann ich damit fahren? Vielleicht kann ich damit nur zu meinem Loot fahren oder so. Ah, ich kann tatsächlich damit fahren. Habe ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Warte, hier soll noch überall Loot rumliegen? Das muss ich das erstmal überprüfen. Aha, okay. Dann bin ich wahrscheinlich... Ach so, ich bin außen rum gelaufen, deswegen liegen hier jetzt noch Leute. Okay, okay, ich verstehe. Oh, und hier sogar noch eine grüne Waffe. Der hier lebt noch. Kann ich nicht schlagen? Achso, wahrscheinlich kann ich nicht... Wahrscheinlich kann ich nicht schlagen, wenn ich voll bin oder so, ne? Das ist natürlich ungünstig, sonst hätte ich mir jetzt noch einen reingehauen. Da drüben lag auf jeden Fall noch irgendwas Grünes, glaube ich. Da müssen wir noch kurz hin. Warte mal, ich schmeiß, glaube ich, mal ganz schnell was weg. 380 haben wir jetzt gerade. Warte, ich kann doch bestimmt nach Qualität sortieren.
Qualität aufsteigen, bitte. So. Und dann können wir alles wegmachen. Zack, 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 zack. Nur zumindest so viel, dass wir mal wieder laufen können. Das geht ja gar nicht. Richtig aufräumen müssen wir dann mal wieder nächste Folge. Ja, das behalten wir, damit wir es verkaufen können, ne? Das auch, das auch, das auch, das auch. So, das muss jetzt erstmal reichen. Die letzten paar sollten wir ja noch so looten können, denke ich mal. So, liegt hier jetzt noch was? Da hinten ist noch einer. Gucken wir mal, ob vielleicht sogar ein paar gute Waffen dabei sind. Ich bin zwar, wie gesagt, mit den Waffen, die wir jetzt aktuell haben, sehr zufrieden, aber man weiß ja nie. Was, hier soll noch mehr Loot sein? Ah, hier. Als ob ich jetzt schon wieder voll bin. Verarsch mich doch nicht. Okay, muss reichen. So, Panam, was geht? Da ist gerade wieder ein bisschen geruckelt. Jetzt laufe ich langsam, weil ich hinter ihr herlaufe übrigens. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir schon wieder voll sind oder ähnliches. Ein interessanter Tag. Und Johnny meldet sich auch mal wieder. Man kennt es. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ich dachte, das wäre ein tatsächliches Skelett oder so. Echt. Wir sind dir was schuldig. Du kannst auf die Aldekaldus zählen. Jederzeit. Oha, okay. Gut zu wissen. Nice, nice, denke ich. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar. Finde ich gut. Also saufen wir jetzt erstmal ein. Geiler Scheiß. Ich schenke mir auch mal kurz in der Zwischenzeit ein bisschen Wasser ein. Ach so, Panam bedient die Bar. Okay, ergibt Sinn. Limonade? Freibier. Warte kurz. So, jetzt. Freibier. Ein Bier für mich. Ah, nice. Auf Happy Ends. Ach, warte kurz. Ich werde unsere Abenteuer vermissen. Und Happy End und so. Bedeutet das jetzt, dass das jetzt alle Missionen mit Panam waren? Was ist los mit dir? Ich werde unsere Abenteuer vermissen, denke ich mal. Wenn das jetzt unser Ende war. Prost. Oder so. Das wäre natürlich jetzt schade. Aber ich meine, okay, irgendwann müssen die Missionen natürlich zu Ende gehen. Mehr auch. Andererseits. Wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Ich sehe niemanden. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Warte, die will mich tatsächlich einladen? Will ich das? Also ich meine, ich bin ja von den anderen weggegangen aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne. Aber eigentlich finde ich ja dieses Nomadenleben schon cool. Also ich meine, ich habe ja schon die ganze Zeit so normalen Karren gefahren und keine Ahnung. Ich glaube, es würde tatsächlich zu Vi passen, wenn sie wieder so in Richtung Nomadenleben geht. Aber ob ich direkt einem Clan beitreten will? Ach, warte kurz, ich kann gar nicht. Ich kann sagen, ich würde hier gerne, aber ich kann nicht. Ich kann einfach sagen nein oder so einfach ist es nicht. Ich sag einfach, ich würde das ja gern, weil dann sieht das nicht so aus, als wäre ich ein Arsch. Würde ich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ja, ihr seid ja nicht morgen tot oder so. Sondern ich kann ja vielleicht später nochmal vorbeikommen. Erst nochmal einen Schluck trinken. Hier mit Johnny in meinem Kopf. Vielleicht geht er dadurch mal ein bisschen weg. Los, verpiss dich. Ja, ich denk drüber nach. Ich denk darüber nach. Ah, lol. Fehlfunktion? Ich glaube, wie geht's wohl nicht so gut? Goodbye? Hilfe? Da war wohl vielleicht ein bisschen zu viel, Johnny. Habe ich meine Pillen etwa nicht dabei, oder was? Hallo? Lebe ich noch? Ah, okay. Dankeschön, es geht. Panam, Ganz ruhig, alles okay.
Wie fühlst du dich? Was ist hier los? Was ist passiert? Ich weiß noch, wir haben geredet und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Warte, mitgenommen? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Lol, wie lange war ich denn bewusstlos? Fürs Erste. Ah jo, das geht schon. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Ja, soll ich ihr das sagen? Ich glaube, ich erzähle ihr das, oder? Ich meine, sie hat mich in die Familie eingeladen, dann kann ich ihr auch sagen, wieso ich nicht kommen Sag, kann, was, oder? Bitte. Vielleicht kann sie mir irgendwann mal helfen oder so. Panam, es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, wie? Entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Warum steht er eigentlich so da? Hallo? Wer hat denn gerade Hallo gesagt? Wie? Sag was bitte. Ja. Kennst du denn den Typen, der da in meinen Gedanken da vorne steht? Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Oh, jetzt ist er wieder weg, okay. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er, was? Willst du, soll das eine komische Metapher sein? Ja, lange Geschichte, I guess. Lange Geschichte. Hatte einen Job, hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir, wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Ha, danke. Danke für den Hinweis. Habe ich noch nicht gemerkt. Mir geht's besser. Echt. Nein. Sprinte dir einfach vor. Ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Ajo. Hey, Mitch. Okay. Endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Ah, nice. Danke. Aber mein Auto steht doch da hinten. Zumindest laut Minimap. Ja, bleibe ich noch etwas? Eigentlich kann ich ja noch ein bisschen bleiben. Wenn ich dann hier bleibe, dann können wir hier einen Cut machen und so. Na gut, dann danke. Ich bleib noch ein bisschen. Dann können wir zumindest noch so für ein paar Minuten das Nomadenleben genießen. Unser Angebot steht noch. Klar. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Danke. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Cool. Danke, danke. Dann. Ciao, I guess. Soll ich mitkommen? Warte kurz, Folge Panam. Ich dachte, ich bleibe jetzt hier. Erstmal. Und ja, soll ich Panam folgen? Okay, dann folgen wir mal Panam, würde ich sagen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo die uns hinbringt, aber. Von früher, die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Willkommen. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Dankeschön. Das Mädchen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo. Danke. Warte, ich will kurz auf der Map gucken. Wie weit sind wir denn draußen? Ach lol, wir sind ja echt am Arsch der Welt. Okay. Ich meine, gut, vorher waren wir hier. Und wir sind jetzt nach da gefahren. Aber ich meine, ich kann mich ja überall hinporten, von daher kein Problem. So, wo bringst du mich jetzt hin? Kriege ich jetzt noch ein Geschenk oder so zum Abschied? Ein Auto? Zum Beispiel so eins da? Oder den Basilisken vielleicht? Aber trotzdem, alles hier ist nur temporär. Ich glaube, beides ist ja kein Problem. Wir entscheiden, was als nächstes kommt. Ah, da steht ja sogar der Basilisk. Nice, nice, nice. Warte, ich kann den scannen. Ganz viel Text, okay. Ach, wait, wir haben noch das Auto von Claire, okay. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst,
Wie kann ich helfen? Tja, gib mir einfach wen, der das Ding aus mir rausreißen kann. Oder so? Tja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keinen Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Ah, stimmt, wir haben ja mit ihr zusammen deshalb wolltest du ihn schnappen. Die Mission gemacht. Ja, ja. Da war leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn es soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Nice. Okay, also falls wir eine Lösung finden, dann helfen die uns. Das ist natürlich supi. Danke, Panam. Und die Sonne, die geht hier unter. Da sieht man gerade den Horizont, also den Schatten des Horizonts beim Auto aufsteigen. Ja. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht so ganz, was das alles zu bedeuten hat. Wir können auf jeden Fall nicht zu den Aldekaidos, weil wir wahrscheinlich dann erstmal Johnny loswerden müssen oder so. Ja, und sonst sind jetzt die Missionen vorbei oder was hat das zu bedeuten? Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob sich Panam irgendwann mal wieder bei uns meldet. Vielleicht sagt die ja mal wieder, hey, yo, ich habe wieder Bock auf irgendwas. Mal wieder wem aufs Maul zu hauen. Aber fürs Erste würde ich jetzt hier mal einen Cut machen. Und dann gucken wir mal nächste Folge weiter. Ich gucke nochmal kurz, ob ich mir den hier klauen kann. Ach nee, der ist gerade am in der Werkstatt quasi. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao.